Hallo und herzlich willkommen zum, ich glaube, achten Einzelduell der Zuschauerreihe Format. Ich bin verwirrt. Egal. Mal was komplett Neues. So ziemlich das Deck, mit dem ich am liebsten spiele. Das Magier Pendel Deck System. Wie auch immer. er meint, er muss jetzt verlieren. Das wollen wir erstmal sehen gegen das Deck. Das ist nämlich nicht so sonderlich spielstark. Was hole ich mir damit jetzt? Ich versuche mal etwas, das ich sonst noch nicht geschafft habe. Und zwar will ich. Oh, ich will immer noch dieses Bild von dem roten Wurm. Ich will mal versuchen, auf den Ruhr-Paladin zu gehen. Und dafür habe ich, also ich habe das Deck mit so ausgelegt, gute Hand. Ja, es geht eigentlich. Es könnte schlechter sein. Das ist die Frage, was er hat. Ich habe das Deck halt so ausgelegt, dass ich dann halt wirklich auf den auch mitkomme, weil ich den wirklich mal testen wollte. Oh, Cosmo, super. Kommt mir Freude auf. Da platzt mir ja gleich die Hose. Und ich komme dann wahrscheinlich jetzt wirklich auf den. 6. Dann kann ich mir mit den beiden 8 das Geld zusammen. Und dann pendeln und dann müsste das eigentlich gehen. Ist allerdings die Frage, ob das wirklich so kommt, wie ich das haben will. Ah, gut, der Doppelzerstörer ist ein bisschen verschwendet, aber gut. Das sind immerhin 3000 Schaden. So, müssen wir mal gucken. Theoretisch kommen wir an dem vorbei, weil wir haben dann Angriffspunkte. Weil ich mich nicht irre, war der Effekt von dem Paladin, dass meine Viecher nicht durch Kampf zerstört werden können. Ich kriege keinen Kampfschaden und der verliert Angriffspunkte in Höhe der Angriffspunkte meiner Monster. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht irre. Da war noch irgendwas, wenn er zerstört wird, geht er gleich in die Pendelzone oder so. Obwohl, ne, dafür muss er gleich in der Pendelzone sein. Haha. Oh, das werden wir gleich sehen, wenn ich ihn raushole. Also, den Paladin nicht. Du Ferkel, hör auf! ja. So, komm, Cosmojo. Kein Cosmojo, er hebt es sich wahrscheinlich auf. Um mich dann richtig fies. Richtig fies? Bin ich fies? Ich bin. Ey, cool. Ich muss nicht mal Minus machen im Endeffekt. Ah, ich sagte es doch, Cosmojo. So. Was? Ein Freund von ihm, den ich lesen kann, will sich das Deck von mir machen? Frage ich mich erstens, warum zum Geier kann der Mensch nicht lesen? Warum will der sich dann ausgerechnet das Deck bauen? Warte mal, wie habe ich jetzt 1, 2, 3. Dass ich wirklich das Deck hier zusammenbauen will, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht so. Das aber nicht so nicht gut. Und TCG ist es auch nicht. Ja gut, so ähnlich kann er sich's bauen. Das geht dann schon klar. Aber exakt identisch wird nicht funktionieren, vermute ich mal. So, dann brauche ich jetzt die beiden. Ja gut, wenn er nicht lesen kann, kann er sich vieles zusammenbauen. Ist nur die Frage, ob es ihm dann was bringt. So, das Lustige ist, mit der Kombo komme ich sogar so auf den. Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. So, die beiden.
Ah, was war der Effekt von dem, wenn das Spiel radikal beschworen auf dem Spielfeld liegt? Was, falls ein Monster mit höherer TK als diese Synchro-Show? Du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld zerstören. Funktioniert das? Oh, es ist nicht mehr zierend, aber jetzt kriegt er was Kleines. Das stört mich aber eigentlich auch nicht. Aber irgendwann bin ich das nicht los. Muss mir den wirklich noch. Vielleicht finde ich auch was Besseres. Der Korallendrache ist, glaube ich, jetzt auch mit draußen. Was halt auch. Das Coole an dem Paladin ist, er kann auch indirekt ohne Empfänger beschworen werden, weil er sich seinen eigenen Empfänger macht aus einem der beiden. Auch aus einem der beiden macht er sich einen Empfänger hier. Zack. Oh, warte mal. Falls die Synchro-Beschwörung eine als Pendelbeschwörung beschworen wird, als Empfänger, falls diese Synchro-Beschwörung beschworen wird, Pendelbeschwörung als Material wird, du kannst eine Friedhof für sie deiner Hand hinzu. Ja. Nehme ich den gleich wieder mit rein, kann ich ihn nochmal machen, wenn ich ihn wieder reinkriege. Der war noch hohe Priester, ah, ich glaube, den kriege ich nicht wieder mit rein. Ist auch relativ neu. Wie war das, wenn diese Karte was entgegen? Ich kann es kannst halbieren. Oh cool. Das war das, was ich interessant fand mit an dem man auf dem Feld ist. Also relativ neu ist übertrieben, aber der kommt jetzt halt glaube ich erst im nächsten Booster raus. Aber das ist halt interessant. Bumm. Blindpunkt, einfach so halbiert. Ja. Ich kann da jetzt noch mal so reinschmettern. Ist jetzt halt wirklich die Frage, ob da noch mal was kommt. Meinerseits. Es wäre schon interessant, Cosmo zu besiegen. Aber anscheinend kommt da nichts, weil sonst müsste er nicht deffen. Achso, das ist, wenn er in der Pendelzone liegt. Ja, gut. Das ist doof. Aber es ist schon interessant, wenn der Monster durch Kampf zerstört. Ja. Oder was? Durch Kampf? Auch nur durch Kampf zerstören. Dann halbiert er automatische Lebenspunkte. Das ist schon geil. Wir haben ihm gerade ordentlich was weggezogen. 7,5 hat er noch gehabt, wenn ich mich nicht irre. Wir haben ihn dann erstmal auf 3,750 runtergezogen. Er zahlt jetzt nochmal 500. Und muss man dazu sagen, er. Warte mal. Ich kann mal immer. Ah, das Problem ist, wenn ich keinen Platz habe, dann geht er nicht in die Pendelzone. Aber ich kann ihn dann pendeln. Obwohl. Nein, kann ich nicht. Der Stufe 10. Kacke. Hat er also doch seine Nachteile. Ha, Verdunkler, Verdunkler, ich hab. Das war. Komm schon, lass mich nur. Schwinde. Das war der Verdunkler, ich habe es gewusst. Ja. Ich freue mich viel mehr, als ich sollte. Er hat den da. Aktiviere den. Zerstöre erstmal seine Verdeckte, damit ich seine Def eventuell wegräume. Weil an der Hexe komme ich eh nicht vorbei. An der Pseudopsif. Ja, damit ist die ja jetzt weg. Gut, irgendwas ist immer. Der hat sein Ziel, also seinen Sinn jetzt eigentlich schon erreicht, weil. Kann ich jetzt Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Ah, ich habe eine Idee. Den da und den da. Wenn er jetzt nämlich nicht den Effekt aktiviert, bevor ich die Synchro gemacht habe und in die Battle Phase gehe, hat er verkackt. Weil. Scheiße, warum habe ich nie den Angriffsmodus gelassen?
doof bin, wie es aussieht. Zack. Das war's. Gewonnen. Ja, Pendel. Größte Pendel-Vorteil. Es kommen halt viele Monster, wenn sie einmal im Extra-Deck sind. Und ja. Wieder mal Meteoritenschlagdrache hat das Spiel gedreht gegen Cosmo. Der ist gegen die halt wirklich saugut, weil er halt einfach dafür sorgt, dass er nichts beschwören kann. Eigentlich hätte auch die Beschwörung gleich von denen den Verdunkler rufen müssen. Er macht kein Pendel, das mögen die wenigsten. Aber ja, so stark sind sie nicht mehr. Das jetzt so fertig aus Ende Spiel vorbei. Ja, wie gesagt, das war jetzt reiner Zufall. Wir hatten echt Glück gegen Cosmo. Ich schätze mal, hätten wir eine schlechte Hand gehabt, dann hätten wir verloren. Alleine jetzt, wenn er schon den Verdunkler gerufen hätte, hätten wir schon ein Problem gekriegt. Weil, ja, komm mal an dem vorbei. Es kommt hier nicht mehr dann so viel. Auf jeden Fall. Oh, mir fällt gerade auf, man kann das ja auch so machen. Ich brauche ja gar nicht den Sechser. Na egal. Ja, wie gesagt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat sie gefallen. Und sage mal, so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich auf Twitch.